Haben sich heute unglaublich viel vorgenommen. Es wurde viel über dieses Spiel diskutiert. Wir freuen uns. Wir sind natürlich live dabei. Wer kann heute auftrumpfen? Jetzt erleben wir es. Bleiben Sie dran. Willkommen im Olympiastadion, liebe Fußballfans. Ich darf Sie ganz, ganz herzlich zu unserer heutigen Partie begrüßen. Auf den Kommentatorenplätzen haben Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann Platz genommen. Und auf dem Programm steht heute ein Spiel aus der zweiten Bundesliga. Alle freuen sich auf diese Partie. Die Atmosphäre hier ist jetzt schon sensationell. Das könnte ein Highlight werden, Wolf. Alles drin, alles dabei. Super, dass wir uns hierfür entschieden haben. Gefährlich. Und die Situation geklärt. Ja, toll gehalten. Hier ist die heutige Aufstellung von Hertha BSC. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen, und zwar aus dem Mittelfeld. Wir schauen auf die heutige Aufstellung. Sie spielen es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen Sie merken. Das könnte was werden jetzt. Macht er gut, blockt diesen Ball. Der Torwart passt da auf, ganz locker macht er das hier. Dribbling geht weiter, die Abwehr findet einfach kein Mittel. Ballgewinn, gefährliche Position. Da gibt's jetzt den Einwurf. Kaufmann. Ja, unwiderstehlich. Wichtiges Tackling hier. Mit viel Auge holt sich da den Ball. Klasse. Janis Nikolaou. Sie suchen nach der Lücke, da muss die Abwehr aufpassen. Kurz gestrauchelt, aber er fängt sich. Vielleicht die Führung jetzt. Da ist er aufmerksam, gut vom Torwart. Ins Zentrum. Situation erstmal geklärt. Der wäre gut gekommen, aber der Spieler blockt den Ball ab. Er hat den Ball, gute Aktion. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Oh, und jetzt der Zug nach innen. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Griesbeck. Janis Nikolaou. Gut, den Ball abgenommen. Marco Richter. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Sie machen das Tor schon in dieser Anfangsphase.
erste Treffer und einen besseren Start hätten sie sich kaum wünschen können. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und dann kommt dieser Hammer. Da gibt es nichts zu halten. Drin ist er. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Wahnsinn, wie er den noch hält. Der Ball kommt rein. Da reagiert er gut nach diesem Eckball. Griesbeck. Und damit sind sie am Ball. Der Ball wird abgefangen. Wird's jetzt gefährlich? Schön dazwischen. Er lässt weiterlaufen. Klasse. Durch den Vorteil gerät das Spiel nicht in Stock. Er hat nicht aufgepasst. Abseits. Duziak. Er holt sich den Ball. Schön dazwischen gegangen. Jetzt der Vorstoß. Gut zugemacht bei dieser Chance. Sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Griesbeck. Marco Richter. Gäbe jetzt durchaus einige Anspielstationen. Stehen jetzt sehr defensiv, tun jetzt die Chance. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch und das ist dann raffiniert gemacht mit einer Nervenstärke, die musst du in dieser Situation erstmal haben. Steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Kaufmann. Da trennt er ihn vom Ball. Da verlieren sie den Ball. Jetzt versuchen sie es, machen das gut, ganz energisch, da müssen wir genau hinschauen. Wird natürlich hier den Freistoß geben.
Das könnte es sein. Super vom Torwart, aber der Freistoß war auch nicht so gut. Sie müssen aufpassen jetzt im Spielaufbau. Alleine durch. Unglaublich. Was war das denn? Hat ja gar nichts gestimmt. Sicher sie sind. Nochmal das Tor in der Wiederholung, die Flanke kommt rein und das ist einfach nur ein exzellenter Kopfball. Deshalb ist er da vorne drin so wichtig. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3:0. Sie haben den Ball. Sie bringen den Ball in die Mitte. Den Fernschuss nimmt er sich. War aber wohl noch zu groß, die Entfernung. Der Ball wird abgefangen. Erster Ballverlust, aber dann doch noch die Parade. Ich glaube, da wird er erstmal durchpumpen. Aber was war das denn für eine Unaufmerksamkeit? Das kennt man gar nicht von ihm. Ball erstmal abgegeben. Da stand er gut und gibt Freistoß. Schiri lässt es bei einer Ermahnung bewenden. Ist nicht jeder mit einverstanden. War aus meiner Sicht wirklich gelbwürdig. Immer gefährlich, wenn du da den Ball eroberst. Schönes Pressing. Ja, gut, Herr Reiter. Herrlicher Volley! Ein klasse Tor! Da ist nochmal die Entstehung dieses Tors. Zunächst die Flanke und dann macht das perfekt. Und zwar mit ganz viel Gefühl. Das traut sich nicht jeder. Viele würden einfach draufhalten. Das ist Esprit. Eindeutiges Resultat bis hierhin. Er passt gut auf und hat den Ball. Kucha. Jetzt der Ballverlust hier. Nur noch der Torwart vor sich. Ja, das Spiel ist gelaufen. Nächstes Tor. Sie sind ganz einfach überlegen. Das ist jetzt nur noch ein Trainingsspiel für Sie. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und dann machen sie es eigentlich gut. Einen echten Vorwurf kann man der Defensive da gar nicht machen.
aber das ist einfach gut gemacht. Wieder ein Treffer, 5-0. Das spricht eine deutliche Sprache. Er zieht vorbei. Und da haben wir es, das Tor. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball, ein Hammer. Drin ist er. Einbahnstraßenfußball ist das heute. Schön durchgesetzt. Das macht er sehr gut. Und er schießt. Gehalten. Da zeigt er sein Können. Der Ball kommt rein. Keine ungefährliche Ecke, aber er ist da, das macht er sicher. Die Hertha hat sich mittlerweile wieder in der Spitzengruppe festgesetzt. Und Wolf, das war ja zumindest nicht immer so. Berg und Talfahrt. Ich glaube, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Es kommt wirklich Ruhe in den Verein. Da muss er aufpassen. Da sind sie mit diesem Pressing erfolgreich. Da haben sie die Chance. Das sah gut aus. Klasse, dieser Volley. Tolle Schusstechnik. Am Ende knapp. Verlust. Ganz alleine. Das war schon Tor Nummer 3. Der ist richtig gut drauf. Schauen wir uns noch mal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat, viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Das ist eindeutig heute, zumindest bisher. Mal sehen, ob sie hier noch zurückschlagen können, irgendwie. Gewonnen haben sie hier eh schon lange. Jetzt der nächste Treffer. Aus kurzer Entfernung das Tor, da sehen wir es nochmal. Ja, da macht er alles richtig. Ich weiß genau, wo der Ball hin muss. Besser kannst du den nicht machen. Eine absolut klare Angelegenheit ist das heute. So viel können wir schon mal festhalten. Außen ist der Platz.
Gefahr für die Berliner. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Uca. Oh, Ballverlust. Situation geklärt. Sehr gutes Technik, das war wichtig. Ist das das Tor? Und da hat er den Dreierpass. Ist der heute gut drauf? Das ist ja sensationell. Den hält keiner. Der macht da vorne, was er will. Auch das war wieder ein super Tor. Fast gehalten, der war ganz eng. Kommt da noch dran, aber am Ende zu stramm das Ding. Dominante Vorstellung heute, sie lassen wenig zu und sind selbst eiskalt vor dem Tor. Griesbeck. So fangen sie den Angriff früher an, sehr gut. So, da wird die Nachspielzeit angezeigt, 3 Minuten. Jetzt der Schuss. Schön geklärt. Und jetzt gibt es Einwurf. Klasse durchgesetzt. Der Angriff könnte was werden. Die Parade kommt, aber es bleibt gefährlich. Muss Abschluss geben. Da sehen wir das gute Spiel bislang von ihm. Ja, der macht da vorne drin wirklich, was er will. Pause, da ist der Pfiff, der erste Durchgang ist also beendet in dieser Begegnung. Buschi, wie ist deine Einschätzung zur Leistung vor der Pause? Das war überragend, oder? Dreierpack auf dem Konto, die Führung im Moment, mehr kannst du dir kaum wünschen. Es läuft, Kompliment. Stadion ist alles bereit für die zweite Hälfte. Legen wir los. Da ist er alleine durch. Der Pass, stark gemacht. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch und dann einfach draufgehalten. Keine Chance, da noch irgendwas zu halten. Das ist eindeutig heute, zumindest bisher. Mal sehen, ob sie hier noch zurückschlagen können, irgendwie. Das war
macht er sehr gut. Da entscheidet er auf Foul, es gibt Freistoß. Jetzt gibt es die gelbe Karte. Vertretbar, denke ich. Joe Kenny. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Flanke kommt rein. Oh, er kann klären. Sie machen Druck. Sie verlieren den Ball. Marco Richter. Gut gehalten. Macht sich lang. Der Ball dann doch beim Gegner. Da sind sie mit diesem Pressing erfolgreich. Sie lassen sie jetzt erstmal kommen. Leistner. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. John Joe Kenny. Richtig, dass er gefallen. Das war ein Foul. Nicht ungefährlich, aber erstmal geklärt. Gut verteidigt. Gut drauf, das ist ja sensationell. Den hält keiner. Der macht da vorne, was er will. Auch das war wieder ein super Tor. Tor Nummer 3, klasse Leistung. Der macht ein überragendes Spiel. Giannis Nicolaou. Der Versuch aus der Distanz, das war knapp. Wenn da das Tor fällt, dürfte sich nicht beschweren. Vor dem Tor heute nahezu unaufhaltsam. Chancen erarbeiten, Chancen machen, dann hast du eine deutliche Führung. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Die Situation geht noch weiter, Gefahr ist noch nicht bereinigt. Er kommt an den Ball per Hechtsprung. Klasse gemacht. Da hat er gar nichts anbrennen lassen. Das macht ihn als Keeper so stark, dass er so ein bisschen ist. Das Pressing ist da. Ganz alleine die Chance. Kein Problem, den hat er. Jetzt der Ball. Klasse geklärt. Ja, nicht ungefährlich. Die Gefahr ist erstmal bereinigt. Wird eingegeben. Ecke kommt.
kommt rein. Ein richtig guter Kopfball, aber mindestens genauso gut gehalten. Eine starke Aktion von beiden. Das ist der Befreiungsschlag, aus der Ecke wird also nichts. Da ist die Balleroberung. Er entscheidet auf Freistoß. Wir sehen den Wechsel. Geht mit Einwurf weiter. Kuciak. Gute Balleroberung hier. Das ist gut, sie unterstützen den ballführenden Spieler. Aber dann ist der Ball doch weg, die Szene damit also beendet. Zum Tor. Gefahr noch nicht vorbei. Gut abgeblockt. Ah, das hätte gefährlich werden können. Sie setzen sich früh unter Druck, sind da, gutes Pressing und das zahlt sich in dieser Szene aus. Da passt er auf, Ball geklärt. Klar, gibt Freistoß. Unnötig eigentlich. Da muss er hin. So, das könnte hier was werden. Gehalten war schon eine richtig gute Aktion. So, Ecke kommt. Ja, das müssen sie eigentlich anders lösen. Den Ball hat er. Oh, weiter mit dem Ball. Tolle Szene. Ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Ucha. Hat jetzt Anspielstation. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Bei diesem Dribbling. Flanke am Ende dann doch zu hoch. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Super Pass, ja. Er kann diesen Ball halten, aber die Gefahr ist noch nicht beleidigt. Wenn du den Ball so hältst, dann fragst du dich als Keeper schon, warum bekommen die noch den Nachschuss? Ich kann den Ärger verstehen, da waren sie unaufmerksam. Das ist nochmal die Wiederholung des Treffers. Wir sehen zunächst mal diese klasse Parade. Und dann haben sie eben Pech, dass der Ball zurückkommt, nochmal heiß wird. Und dann fällt das Tor. Da ist der Ball weg. Ja, abseits. Das hätten sie anders lösen können. Da fehlt die Geduld. Vorne steht jemand im Abseits. Dann musst du warten mit dem Pass.
Das werden sie auch so analysieren, das war keine gute Aktion. Da verlieren sie den Ball. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Er ist drin. Ganz alleine macht er das, schnappt sich den Ball und gibt ihn erst wieder her, als es aus Sicht der Abwehr zu spät ist. Herrliches Tor. Den Zweikampf führt er sehr gut. Viel Platz für den Konter jetzt. Wird natürlich hier den Freistoß geben. Richtig entschieden, es gibt die gelbe Karte. Und jetzt kann er natürlich nicht mehr so in die Zweikämpfe gehen. Gefährliche Szene. Den Ball holt er. Er treibt den Ball nach vorne, ein starker Sprint. Riese. Super durchgesetzt. Zieht gut zurück. Wichtige Aktion. Man spürt es, sie suchen die entscheidende Lücke. Nicht ungefährlich. Ja, vielversprechende Aktion. Klasse Chance, aber das war dann doch zu schwach. Da müsste mehr draus machen. So hat er keine. Jetzt ist die Kugel weg. Starke Szene. Er hat den Ball gehalten, aber Szene geht weiter. Parade kommt, aber das ist dann nicht konsequent genug. Da laden sie sich förmlich zum Nachschuss ein und drin ist der Ball. So, wir sehen da nochmal die misslungene Parade. Ja, die ist Ausgangspunkt für diesen Treffer. Und da sind sie dann einfach schneller, dann ist die Chance da, dann ist die Lücke und dann fällt das Tor. Kollegen bieten sich an. Aber da ist die Abwehr nicht wirklich gefordert. Die Chance auf den Konter. Vielleicht machen sie was aus diesem Konter. Keine gute Hereingabe, Ballverlust. Es gibt Eckball. Ja, das müssen sie eigentlich anders lösen. Griesbeck. Und jetzt haben sie den Ball. Zwischengegangen im eigenen 16er. Zehn Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Guter Vorschuss jetzt. Den Ball hält er, war am Ende auch mehr oder weniger mühelos. Fehler vom Torhüter. Duziak. Gut geklärt. Außen hätten sie jetzt Platz. Jetzt wäre Platz zum Konter. Gute Aktion jetzt. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Die Szene noch mal. Er trifft den Ball wunderbar und drin ist er. Ucha. Da ist der Ballverlust. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Da kommt die Flanke. Den hält er, aber ich glaube, da kann sich noch was.
entwickelt. Flugkopfball und er ist drin. Nochmal die Wiederholung. Ein Kopfball, bei dem alles stimmt. Der Keeper macht es. Pass kommt nicht an. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Der wäre gut gekommen, aber der Spieler blockt den Ball an. Da verliert er den Ball. Jetzt müssen sie aufpassen. Die Gelegenheit. Da passt der Torhüter auf. Er spielt den Ball raus. Jetzt in der Anspielstation. Und jetzt die Chance. Den kann er blocken, sah gefährlich aus. Riesenchance. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Wird Abschluss geben. Die Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt's. So, was machen Sie drauf? Er kommt raus, nimmt Ihnen trotz der Gefahr den Ball ab. Chance, vielleicht jetzt. Ballgewinn war fast abzusehen, weil sie, er kann diesen Ball halten, aber die Gefahr ist noch nicht bereinigt. Ah, klasse geklärt. Schöner Pass. Ball läuft da gut jetzt. Das Spiel ist aus, die Gastgeber gewinnen also diese Partie. Das war eine klasse Leistung heute, am Ende fast schon mühelos und damit natürlich überzeugend. Das war heute eine überragende Vorstellung von ihm. Ich glaube, die Tore sprechen für sich. Die Abwehr hat ab sofort Albträume. Das war ein unglaublich starkes Spiel, das war überragend.